Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Von Werbens, wir schweigen können uns nicht weiter. Komm, Julian. Vielleicht kann Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Nee. Willst du gar nicht wissen, was es gewesen ist? Nein, Anna. Es interessiert mich nicht, womit du und Martin beschäftigt wart. Mimi. Dienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringe tauschen. Dir wär's doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Entschuldigung, der Platz ist besetzt. Kann sein. Kann auch sein, dass wir uns kennen, oder? Woher? Ach, jetzt bin ich enttäuscht. Sind Sie bitte so freundlich und sagen mir, was Sie wollen? Max Jaschek. Frankfurt 99? Juli 99.